Okay, also achten immer drauf. Bei Vermieter. Miete gibt es nicht. Es gibt nur diese da, die so komische Löcher schaufeln, also haben, besitzen, die geschaufelt wurden, so Löcher in den Erdboden, also, nee, die sagen Wohnung dazu. Sagen, das ist einer, der hat ein Loch und man lebt in so einem Loch. Aber der hat ein zweites Loch. Sagen, kein Papa oder Mama was, sind auch durchgeknallt, ist ein Schläger drauf. Aber der ist ganz anders. Das ist wie eine Beutelratte. Sachen. Er ist ein durchgeknallter Vogel. Sachen. Er ist ein komisches C212. Er läuft vielleicht da oder so. Und man liegt da in seinem Loch und so. Und man sagt, was macht man da? Sachen. Und er läuft da und da. Ein durchgeknallter Psycho. Sachen, deshalb der Sinn. Sachen, er scheißt in sein Loch und hallo, hallo, sagt da hallo und da hallo. Sachen, denkt, das ist bestimmt ein großes, gefährliches C22, ist ein durchgeknallter Psycho, ein Geisteskranker. Und da muss man aufpassen, liegt mir in sein Loch und sagt Miete und so. Und dann denkt er, scheiße, ja, ist der Mann verblödet, ja, Mann, ist der blöd. Sachen, er liegt in sein Scheißloch, so. Sachen, keiner kommt. Sachen, und das, dann muss man doch sagen, alles, die sind doch verblödet oder so. Sachen, warum haben sie zwei Löcher? Sachen, also warum haben sie denn zwei Löcher oder haben sie drei Löcher oder was haben sie? Sachen, was machen sie? Sind sie ein Wildjäger im Wald oder so? Sachen, Blödsinn, Sachen, Miete, hallo, hallo. Sachen, dann sagen wir nicht hallo, sondern sind behindernd, ja, Sachen. Ich bin in einer Grube bei Ihnen, okay, in einer Grube, in einem kleinen Dullenloch, so, Sachen. Und ich warte und warte, der Panzer, nee, einfach, Sachen, ist da eine Mine irgendwo versteckt, Sachen. Und das also, Sachen, sowas tut man nicht, Sachen, Sachen. Deshalb, wo auch immer der gerade ist. Ich bin tatsächlich in so einem komischen Loch.